Ja. Ich denke, der findet das. Ja, war wieder keiner. Ich habe schon einmal per Dispatch nachgefragt in einem etwas unfreundlicheren Ton. Ja, bitte. Dann, hat... Wow, schon der nächste? Ja, ist aber... Ich mach mal helfen. Ja, ich bin schon dran. Verdammt. Ja, ja, habe ich ihm schon gesagt, dass, dass du schon dran bist. Alles gut. So, wer hat da jetzt geschossen? Immer noch ist. Ja, warum? Was ist los mit dir? Warum? Weil ja. Der KG ist und du da Leute revivest vielleicht? Ja, dann klär das also, mit eurer... Also erstens, du revivest Leute da, ne? Ja. Des KGs. Mhm. Dann wird dir schon geschrieben, dass du da abhauen sollst. Ja. Dann nimmst du den fest... Gegenkommen? Ist das ein KG? Warte, lass mich ganz kurz nachdenken. Mir kommen Polizisten mit geäußerter Waffe entgegen. Ich kriege von der Polizeileitstelle eine Nachricht, Leute wiederbeleben können. Ist da noch ein KG? Was sagt der logische Verstand? Warte, warte, warte. Nein, da ist kein KG mehr. Hey! Also ich würde sagen, also ich laufe, ich weiß nicht, wie du es machst. Also ja. Ich laufe im KG auch mit einer geäußerten Waffe, wenn ich wo schnell hin und wieder zurück muss. Nö, die stehen da so und unterhalten sich dann mit einem. Da, das ist halt, Ja, ja? Er sagt dir, dass ein KG ist, dann haust du ab da. Nee. Und wenn dir ein Kopf ein Dispatch schreibt, ich habe dir danach auch noch ein Dispatch geschrieben, dass der KG ist. Und trotzdem fliegst du nochmal 5 Minuten hin und her. Und dann landest du nochmal dort. Obwohl währenddessen Leute gestorben sind. So, eure Leitstelle schreibt mir, sie können SOG am Kokainextraktor wiederbeleben. Ja, SOG. Ja, und? Ist SOG DA? Kennen wir die Regel? Ja, nein? Ja, kenn ich. Ja? Alle sicher? Oder nicht? Aha, okay, ja. Gut. Und des Weiteren war das nicht die Saku, wir haben nämlich keine Akku im Moment. Ja, dann ist das nicht mein Problem. Dann erklärt das mit eurem Tim Bauer. Also. Dann müsst ihr das mit eurem Tim Bauer klären. Ich richte mich nur nach Anweisung der Polizei. Wenn die mir schreibt, wir können da wiederbeleben, dann könnt ihr da wiederbeleben. Wenn mir da ein Kopf mit geholzter Waffe entgegenkommt. Und du Schüsse hörst. Warum sagt ihr das sonst als KG als Spaß, oder was? Warum sollte ich da mich um irgendwen nicht kümmern? Wenn ihr da so rumtrollt. Ihr habt eine Regel, wenn KG ist, dann ja. Moment. Moment, ich bin gerade in einem wichtigen Funkgespräch. Tut mir leid. Ich sag's mal so, wäre ich da gewesen, hätte ich ihn einfach ins Gesicht geschossen. Ja, das hätte ich auch gemacht, wäre nochmal gelandet. Dann schwimme ich halt zum Tourschutzgebiet. Ja, kannst du ja gerne machen, nur dann solltet ihr euch mal einig werden. Ist vielleicht schon bei einem Ort, in der Zeit hat sich da auch schon wieder ein KG entwickelt und der nächste Kopf sagt zu dir, hau ab, hier ist ein KG. Dann mit der Einstellung ranzugehen, mir hat einer gesagt, hier ist keins mehr, weil auf so Robotern entstehen alle 10 Sekunden gefühlt irgendwo ein KG. Da ist das auch die falsche Einstellung, ne? Genauso wie es die falsche Einstellung ist, zu sagen, ja, dann schieße ich ihn das nächste Mal in die Fresse. Macht ihr nicht, weil ihr wisst dann genau, wie es endet. Klar habt ihr das durchgeführt, was in dem Fall eigentlich richtig wäre, aber am Ende kriegt ihr auf die Fresse. Aber was sollen wir denn mehr machen? Als Fakt ist halt einfach, eine Leitstelle oder wer auch immer schreibt mir, wir sollen da die Leute wiederbeleben. Also machen wir das. So, wenn da dann irgendein Cop angerannt kommt, der seine Waffe auf dem Rücken hat, der dann einfach in freier Schussbahn mitten in dickster Beleuchtung rumsteht und sagt, oh, hier ist aber ein Kampfgefecht. Bitte abziehen. Und ich dann sage, hey, ich habe eine Nachricht bekommen, ich soll hier die SOGler wiederbeleben. Ja, die SOGler, aber nicht die DAAler. Dann sage ich, ja, fick dich, dann liest du die Regeln durch. Ja, aber dann kannst du auch direkt abziehen einfach. Ja, nee. Danach haben wir noch ein Dispatch geschrieben, dass der KG ist. Und das hat dich auch nicht gejuckt. Ganz ehrlich, meinst du, ich lese Dispatches, wenn ich gerade mitten in einer Situation vor Ort bin? Ja, aber nicht, wenn ich gerade in einer RP-Situation bin, gerade vor Ort bin, da nicht rumgeschossen wird, dann tut mir leid, dann ist das kein KG in meinen Augen. Achso, also in deinen KGs wird alle 5 Sekunden geschossen, oder wie? Nein, es wird halt schon geschossen und nicht nur einmal in die Luft geschossen. Ob es ein KG ist, kennst du Schalldämpfer auch eigentlich? Ja, kenn ich. Kennst du, ja? Kennst du Warnschüsse auf Feuer? Scheinend juckt dich das ja nicht, weil du ja im RP bist. Ja, richtig. Es ist da kein KG. Erzähl mir doch nicht, dass da ein KG ist. Deswegen ist eine Minute später keiner gestorben, oder? Okay. Ich lese den Sidechat, was halt einfach mal schon das verdammt schlechtes RP ist, dass wir im Sidechat nachlesen müssen, ob da einer stirbt, ja? Ja, trotzdem, ob da ein KG ist oder nicht, entscheiden immer noch wir. Wenn wir dann zu dir hinkommen und sagen, dort ist ein KG, dann habt ihr das zu befolgen. Nee, das stimmt nicht so ganz. Also die Feuerwehr, die kann das auch mitentscheiden, ob da ein KG ist oder nicht, weil extrem viele Fake-KG-Meldungen reinkommen. Ja, wir führen das Kampfgefecht vor Ort dann. Wie gesagt, reintrollt. Und sagt abziehen. Ja. Wir wissen ja nun mal, dass Cops ganz gerne abfacken, ne? Und dass da auch öfter mal Fake-KG-Meldungen reinkommen, das haben wir alle schon mitbekommen. Statt, mein Lieber. Frag mich gerade ganz ehrlich. Ha? Das Einzige, was hier gerade stattfindet, ist, du schießt die Polizei sagt das, was sie sagt. So. Ja, die Polizei sagt, ich soll Leute wiederbeleben, also fliegt dahin, belebt die Leute wieder. Ihr lasst mich doch auch nicht rausreden, ihr seid hier mit 5 Leuten,